Also, los geht's. First Round, mal gucken, ob Nippen Special spielt als CT. Oder nicht. So, erstmal gewohntes Bild. Linie, Gedrite geht schon kurz reinfahren. Ah, nein. Spielt das so, dass er droppen kann. Kommt jetzt auch schon. Gedrite mit der Support HE für Exist, wenn er da Contact hat. Aber Edward und Dozier decken hier noch B ab. Dann stark nach dem B-Split aus. Ja. Jetzt wird erstmal kurz wieder eingenommen, wie gewohnt. Edward, der nur hier in dem Bereich gedeckt hat, wie ich es gesagt habe. Arklov steht da auch noch mit unten und der hat die Smoke. Könnte sehr gut jetzt der Basebit noch werden. Smoke wird dann in den CD-Base kommen. Edward kann da nicht so viel sehen. Ja, ich denke, das werden sie gleich spielen. Oder Basebit fake und dann Argo. So sieht's momentan aus. Ja, ja, so sieht's wirklich aus. So, und das schon in der ersten Runde. Jetzt gehen sie zu 5 über Fake kurz. Mitte. Zu 5 über kurz. Boah, 5 gegen 5 Situation. 5 gegen 5 Retake. Das ist immer ganz, ganz bitter. So, kurz wird zu dritt geblockt und zu zweit kommen sie über. Da liegt jetzt ein entscheidender Smoke an kurz. Gedrite schiebt nochmal über CT Base raus. Das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Retake jetzt. Aber die Hits sind da. Und Forest fällt auch. Also, schöne erste Runde. Astana überlebt hier mit allen 5 Mann und 5 gegen 5 Situation bei gelegter Bombe in der Pistol Round. Was ist da los? Sieht man auch nicht alle Tage. Boah! Fifflerin! Zwei gute Shots gegen Edward. Der dann wieder ganz defensiv deckt. Und jetzt sehen wir wieder. Astana im unteren Drittel der Map unterwegs. Ganz, ganz vorsichtig hier in dieser Anti-Eco. Ja, und Pfefferin eröffnet hier die Runde für Nip. Man würde mich nicht wundern, wenn das am Ende an der Zeit scheitert, aber jetzt geht's Richtung B und da ist nur Friberg. Mit einer Diegel, nur. Ja, ihr sitzt zumindest halbwegs. Kommt Exist direkt dran im Loch. Ah, wird auch direkt geholt. Edward jetzt Duell im Cutters gegen Angel. Angel souverän gewartet. Die Flaggung kommt von der T-Base. Vielleicht kann er da... Ach nee, Angel spielt auch safe. Ja, jetzt geht's nur um Waffen ziehen. Wenn sie da noch ein, zwei Exit-Tracks machen können, reicht ihnen das. Devin saved hier jetzt, die hatten so eine Kaufrunde gemacht mit Kevlar. Ja, 50 Kevlar, so wie es Very Games gerne spielt. In der zweiten Runde. Edward wieder ganz, ganz vorsichtig. Diesmal face da nicht Schlitz, um da nochmal Gefahr zu laufen und gefragt zu werden. So,
beide Frags am B gefallen. Exist noch mit dort. Gatoran schiebt auch schon nach. Edward gewinnt jetzt sehr lang. Ja, wartet er gut ab. Headright gegen 3. Und Assist verliert lang das Duell gegen Edward. Headright versucht auch nochmal sein Glück, aber kommt da auch nicht rauf. Edward 16 AP. So, 3-0. Und Nip gekauft. Ohne AWP. Dafür reichte das Geld nicht. So, leichte Shots gegen Exist. HE fliegt. Arklauf jetzt mit AWP. So, mal schauen, wie oft er sie hier spielt. Bisher auf den Maps sehr, sehr wenig gespielt. Jetzt kommt der B-Split, beziehungsweise. Ja, da haben sie schon die Mitte geklärt, ohne dass sie raus waren. Paul ist jetzt noch in der Base. So, Adrian. Nicht den Frag an Freeberg. Freeberg immer noch nicht down. Forrest schnell da. Oh, vom Timing, er kommt raus. Und deswegen schiebt Edward vom Cutters weg. Dosia hätte ihn machen kommt müssen. Jetzt noch angerannt. Und Forrest geht auch nochmal Cutters hinterher. Dann wird er jetzt all in gehen und dann kommt Forrest als Joker. Ja, sie spielen sogar zusammen. Aber die werden nicht mit 2 rechnen. Aber jetzt macht er sogar den Frag. Oh! Gut von Forrest. 10 AP. Oh! Oh, er kriegt das Duell. Er kriegt das Duell. Er gewinnt das Duell. Oh. So, und kein Deathkit, aber Zeit reicht. Ja, und jetzt wird gefragt nach HP. Jetzt wird sich Astana da ärgern. Gut, aber das hilft ihnen, dass man hier nochmal so ein Go spielen kann. Denn der scheitert am Ende halt nur durch so eine kleine Note an Glück. Ansonsten ist die Runde safe für Astana. Nip wäre Money Broke gewesen, aber die Gefahr steht jetzt wieder für beide Seiten. Wobei Astana danach sogar nochmal mit 3 Waffen mindestens kaufen könnte. Astana Dragons nimmt jetzt hier wieder kurz ein. Edward hat wieder angesagt, dass Snip lang ist. Ja, wie gewohnt. Sammelt sich AD wieder in der Mitte bei Minute 1 circa, aber diesmal wird es ein Kurz-Go wieder. Markloff tastet sich mit AWP vor gegen Forrest. Aber vorher steht er ganz defensiv. Kommt da Nates zur Rampe oder was? Nee, nee, dagegen nicht. Entschieden. Boah. Und Red Ride immer im Spraydown. Ja.
Meist hat er Glück, aber wenn es da mal nicht klappt, ist es ärgerlich, weil er einfach mit Einzelschuss da gerade sicher den Fred gehabt hätte. Ja, Edwin jetzt mit hier oben. Wird geholt von Fiberstark. Oh, trotzdem liegt da die Smoke für Front. Kann aber noch nicht wirklich helfen. Ja, jetzt Dosia holt er beide. Dosia durch die Smoke. Dann ist lang, das ist bekannt. Und dann zieht Edward rum. So, Nip wieder Money Broke. Kann da überhaupt nichts kaufen. So, und Get Right mit 005. Das sieht man auch nicht häufig. Ist aber auch kein Frack. Einen Hit bekommen. Jetzt müssen sie aufpassen. Faust und Fifth Laren. Edward holt die Fifth Laren. Starker Kill. Und Forrest holt Edward wieder auf 18 HP runter. So, jetzt nur die beiden B-Spieler. Freeberg. Boah, Edward hat ja ein Rad. Xist und Freeberg. So, zwei Waffen. Bei Nip und die könnten sich schon fast safen gehen. Jetzt kommt nochmal die HE. Boah, da wird diese Runde doch nochmal eng. Wir warten sogar auf den Spieler, der CD-Base gedroppt ist. Na, und jetzt ist Markloff, es noch Markloff. Jetzt mit AWP und die Bombe haben keine Smoke. Die Bombe liegt für ihn. Ja, die haben keine Smoke. Ja, und Exist muss da weggehen. Boah, aber super krass. Starke Eco. Zwei Spieler bringen hier die Situation wieder in eine One-on-One-Situation. Und das war eine Two-on-Five-Situation, die sie dann noch zu einem One-on-One bringen. Also richtig wichtig. Das kostet natürlich wichtiges Geld für Astana, was sich später wieder auszahlen kann. So, diesmal schnell B-Kantas eingenommen bei Astana. Zwei Spieler schieben runter. Das könnte jetzt das erste Mal ein B-Split werden. Ja, und Markloff tastet sich schon B mit Ava vor. Ja, dann kommt der Go auf B-Split. Ist halt jetzt hier keine Chance, gerade total blind. Aber Dosia auch. Boah. Ist und da kommt einer CDBS rausgefahren. Get right. So, 4 gegen 2 Situation. Edwin geht da alle noch. Ja, verliert das Duell und Markloff. Starke Runde von Exist. 4 Frags. Zwei zu 5. Und Astana kauft, was geht. Dosia wird auch noch kaufen. Und wieder Money Broke. Gefahr für beide Teams. So, Lunix ist wird geboostet. Dauert zu lange. Brechen den Boost ab. Oh, lang geht jetzt Snip off und da sind Angel und Edward. VS holt da aber Edward im Schlitz. Boah, so, Angel Refrag und den anderen auch low. 3 HP. Überzahlsituation für Nip. Auch wenn für Boah, starker Headshot von Markloff. Max ist da an der Joker-Posi. Oh, schlechtes Timing. Markloff holt auch den zweiten. Ja, Gethold fährt jetzt einfach lang raus. Da wieder was ausgleichen. Könnte da gutes Timing haben. Und Flarens hält damit aber an, holt er einen. Und Gethold auch. So, dann liegt die Smoke und Markloff last. Kann Markloff jetzt hier 4 Kills machen diese Runde? Flarens ist da low. Er geht in die CD-Base rein. Oh, und Fifth Laren hat nur über die Smoke-Einrichtung B-Spot.
ob er da irgendwas sieht. So, Edward, aber Gatwick kommt jetzt hier kommt lang. Aber Markloff liegt da sicherer, sag ich mal. Oh, gibt's auf die Schräge, ja. Gatwick macht ihn. Das lässt sich Gatwick nicht nehmen. Aber schöner Move von Markloff. Ja, der weiß, die A aimt, der wird sicher Richtung B zielen. Geht er durch die Smoke und 500 hat gar nichts mitbekommen davon, weil er da im Zoom ist. So. Und der Stunner kauft hier Low Hole Equip. Ja, weil sie die Bombe gelegt haben, können sie jetzt nochmal kaufen. So lang will Astana nie die Kontrolle haben. Und bisher noch keinmal die Langposition offensiv angespielt. Auch wenn sie da einen guten Spawn für hatten. Ganz langsam von Astana Dragons. Noch 45 Sekunden zu spielen und jetzt fangen sie erstmal an, was zu machen eigentlich. Dann nur beim B-Split gesmoked, sozusagen gefaked. Machen da jetzt sogar so eine zweite Welle, sag ich mal, B-Split. Das ist sogar gar nicht so schlecht, weil Tip da schon viele Flakes verbraucht hat. Mal gucken, Edward. B-Contact jetzt. Angel ist es. So equip halt. Da sind noch zwei nah am B, ja, aber keine gute Pose. Fiber tut aber ein. Pistol auch ein, also 3 gegen 3 Situation jetzt. Ja, aber auf dem B sind Edward ist schon sehr nah. Boah, ja, Dose deckt der gut Loch ab. Angel hat noch Mitte. Aber nicht mit Forest. Dose jetzt hier auch nah am Loch. An Bohr meine ich natürlich und jetzt kommt vor das Loch und aber einfach. Woo! Yeah, Baby! Oh. Das war ein Schuss. Was ein Gerät, ey. Zwei so ne Dinger wieder von Forrest. Junge, 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 Junge. Und 6 zu 3 und, ja, und nimmt wieder in der Eco. Genau. Gatwick hat jetzt eine Flash in den CT Base. Wird da irgendwo dann hinlaufen, wo AD kommt. Der denkt jetzt, sie kommen A. Aber AD macht natürlich wieder nichts wie jede Runde. Erstmal bis 45 Sekunden die Mitte halten. Ja, ist ja kein Flame. Ist ja nicht schlecht eigentlich. Und da kommt gerade so ein Bär mit so einem Strahl von Granaten rausgeflogen. So, jetzt stehen sie aber zu viert am B und Astana hat das gesehen, schieben da wieder Mitte raus. AD Mitte jetzt am Abzielen und Get White wird da low geschossen. Währenddessen Nip am Cutters ausschließen. Ja, aber AD zu 5 geschlossen kurz durch und Get White hier alleine CD Base. Da geht jetzt sogar lang. Boah, jetzt muss ich da in der T-Base beeilen gegen Mittespieler. Wollte den jetzt ansagen, schieß ihn noch an. Aber was macht Exist in den Cutters? Ja, der ist ja gefangen, weil Dosia da irgendwo steht. Ja, aber Dosia rechnet nicht mit Exist, würde ich, wenn schon einer T-Base war. Da hat er die ganze Zeit geschossen gegen kurz. Okay. Boah. So, jetzt Adrian. Oh, keine Ammo mehr, aber vielleicht. Aber da gibt noch ein Gesicht, schade. Da hatte die AK keinen Schuss mehr. So, 7 zu 3 Astana Dragons. Jetzt Adrian mal mit einem Topspawn zu lang. Das sieht aus, ob er sich da was traut jetzt.
Na, doch nicht. Wurde wahrscheinlich eine Runde angesagt. Mal schneller B-Split oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Nee, sie nehmen immer einfach zu dritt Cutter sein. Ja. 45 Sekunden sind noch nicht um. Ja, das stimmt. Fuck. Kann ich auch sowas nur denken. Eine schnelle Runde von Astana Dragon zu sehen. Sowas spielen sie 2-3 Mal in einem Match, maximal. Wäre jetzt aber auch ehrlich gesagt ein guter Zeitpunkt mal gewesen. Ja. Hätte man auf jeden Fall spielen können. Aber warum sollte man das umstellen, kann man natürlich wiederum auch sagen, wenn es gerade eh läuft. Mit dem Spielstil sozusagen. Markloff wird da jetzt gleich wieder B vorgeschickt mit AWP. Und ja, Rest ist faked. Ach, kommt auch schon mit und Angel hat ein bisschen was am A gefaked. Bindet damit noch 2 Leute am A-Splot. Also wenn jetzt Markloff da den Frag setzt. B, ja, die gehen einfach raus. Zweiberg am Spot. Kann keinen Kill setzen. Exist auch nur ein 4 gegen 3 Situationen bei am B, das könnte Nipsch wieder safen echt, ja, das sollten sie auch safen gehen. Angel ist da schon Cutters an einer sehr, sehr guten Position. Auf der Kiste drauf. Da gibt's mehr zu holen für Nip. Dementsprechend gehen sie auch safen. Gute Entscheidung hier von Nip. So, 2 Runden. 2 Runden von den verbleibenden 4 wäre noch gut für Nip. Mit 5-10 rausgehen, das wäre in Ordnung. Ich hätte mal gleich wieder ein Duell da anlagen sehen. Vielleicht geht er jetzt rein. Ja. Edward gewinnt das Duell. Wir haben jetzt sehr viel AP. Ja, und jetzt schon den First Weg gemacht. Borussia legt sich dann noch in der Mitte an. Da ein bisschen was an Schaden. Und jetzt bei 1 Minute kommt dann Markloff auch mal den Todesgang vorgegangen mit seiner Awe. Und jetzt nehmen sie dann wieder kurz ein. Gewohntes Bild, hier in der Mitte gestackt oder 5 sogar jetzt wieder in dem Fall. Kurz einnehmen und dann mal wieder gucken, ob sie wirklich dann A gehen zusammen. Aber das sieht dann eher so aus zu 5. Ja, und Gatewild kriegt da jetzt was zu tun. Da ein. Oh, den zweiten macht er nicht und dann ist der Spot hier frei. Haben wir schon in der mal gesehen, dass sie, wenn die da zu 5 am Spot sind, das schwer zu holen ist für Nip. Aber probieren sie jetzt, gehen da noch Mitte rein. Forrest erwartet noch einen Backstabber. Ja, da kommt nochmal eine Smoke an Steg von Astana Dragons. Und die Wichtel haben wieder keine Plays. Und das Borussia steht wieder, Nip da wieder safe. Drin, ne? Ja, und da ist er sehr sicher, weil Nip jetzt gerade gar keine Plays hat auch. Wieder mal. Forrest probiert er zwar noch was, aber Nip kommt da Steg einfach nicht durch die Smoke, ohne Plays. Weil bei Kanada jetzt zwar noch den Frag setzen, aber die Runde ist overall verloren. Wird dann noch Gold. Oh, nix ist. Aber das 9 zu 3. 3 verbleibende Runden und Nip ohne Geld. Kann man aber auch mal jetzt langsam ein bisschen lauter werden, sag ich mal. Also Astana Dragons führt hier 9 zu 3 schon gegen Nip. Wobei man immer sagt, dass 2 wird immer mehr CT-lastig. Ja, und
Aber auch Markloff hier wieder mit dem First Track. In der Lage. Ja, und das erste Mal, dass sie jetzt einen Offensiv-Move da lang gespielt haben. Nip ist da in der Lage, sowas als T genauso hinzulegen. Also ganz abschreiben würde ich sie ja nicht. Nee, das stimmt, aber trotzdem kann man das schon mal sagen, dass das Tana Dragons hier eine gute Leistung zeigt. Auch wenn sie wirklich, muss man sagen, jede Runde das gleiche spielen. Da fällt Nip gerade nicht viel gegen ein. Genau, das scheint sehr effektiv zu sein. Ja, jetzt gehen sie einfach B-Contact. Diesen Spielstil sind sie auch. Exist aber hier, hat da die Waffe. Dreamhack Bukarest ins Halbfinale gekommen, also. Oh, Flieberg, Probleme, kriegt ihn aber. Boah, und dann steht jetzt holen sie hier die Eco. Eco mit Gold. So, wenn sie hier wieder mit einem 9-6 rauskommen. Das wäre krass. So, Exist jetzt mal mit der Autosniper unterwegs. Forest, beide gehen Mitte facen. Exist durch Richtung B. So, und da wird immer wieder reingechattet bei Asana Dragons. Zeit verstreicht wieder. Ich will jetzt mal bei 50 Sekunden Steg einnehmen. Oder sparen sie sich das diese Runde? Nee. Nehmen wieder Steg ein einfach und jetzt. Aber jetzt sieht man mal was anderes. Dosia schiebt jetzt mal zu lang. Wollen jetzt da vielleicht mal zuerst lang was anspielen gegen Fifth Element. Gehen sogar zu dritt lang jetzt. Edward geht da einfach raus. Würden das Duell gegen Fifth Element sehr stark. V ist jetzt hier auf einer schwierigen Position am A-Spot, weil lang verloren gegangen ist so schnell. Muss probieren, das Beste jetzt rauszumachen, wird aber direkt geholt vom Markloff. Und jetzt hier Edward in der Base. Muss dann noch hier auf jeden Fall ein paar Kills machen. 3 gegen 5 Situationen. Exist ist leider noch in der Mitte. Das wird ganz schwierig für den Nip hier. Und eigentlich wieder eine Safe-Situation, aber einfach, ja, okay. Angel öffnet hier jetzt wieder die Runde, geht da einfach Mitte raus, aber ja, also ganz schwierige weg. Situation. Schieben ja. Was ist los? Was ist los, Matthias? Du sollst dein Glühwürmchen ausmachen. Glühwürmchen? Wird hier geschrieben. Man hört es. Ich rauche nicht gerade. Echt? Was klingt da so nasal bei dir? Nasal? Ja, durch die Nase. Schüsse? Jo. Ja, was? Das kenne ich von dir nur beim Rauchen. Nee, hab ich aber nicht. Hier auf dem Stream wird nicht geraucht. Ach. Nicht bei so einem Spiel. Ehrlich, ich brauche auch gerade nicht, aber naja. So, Nip, diese letzte Runde, die wäre wirklich Gold wert für sie. Ich komme in 3 Sekunden wieder ans Spiel, Ademas. Es ist wirklich halt echt anstrengend. Wie ist es, wenn man gegen sie spielt? Das muss man einfach abfangen. Da will man auch irgendwo pushen. Ja. Kann das nicht. Dieses Abgammeln und Warten. Das ist doch einfach berechenbar, verstehst du? Ja, aber ich hab da nicht. Was ich damit meine die ganze Zeit. Guck mal, jetzt haben wir wieder 45 Sekunden. Jetzt kann man sicher sein, okay.
Zack, in den nächsten 10 Sekunden passiert hundertprozentig was. Jetzt kann man halt als CT, jetzt fängt man an, seine Granaten zu werfen. Verstehst du, was ich meine? Ja, und dann wird es irgendwann Volley zu knapp. Und dann ist es zu knapp. So, Nip macht aber jetzt nichts. Jetzt können sie sich wieder Steg aufbauen und da haben sie wieder die Lücke sozusagen gefunden. Meine ich, AD kann ich jetzt Steg aufbauen und da haben sie die Lücke gefunden. Da ist jetzt nur Forrest, der jetzt da, ja, zurückziehen muss einfach. Ansonsten stirbt er jetzt hier. Macht er jetzt ein Gesicht. Aber jetzt, ja, jetzt stirbt er endlich mal, danke. 3 gegen 3 Situation, gut, für Flair noch eine Position lang, aber Markloff zieht jetzt hier mit Ava rum. Gerthold steht hier ganz nah schon. Kann ansagen, dass da nur einer Steg ist maximal. Aber jetzt Markloff am Spot. Erwartet und es ist Lars. Zack, und der jumpt hier auch in Edward rein. Edward mit 3. Und damit die 11:4 Halbzeit für die Astana Dragons. Und Freunde, das sieht gut aus für Astana. Nach dieser ersten Hälfte. Heieiei, also für Astana, das sieht sehr, sehr gut aus. Erzähl, ich fahr nach Hause, scheiß drauf. Naja, nur 4 Runden. Nip da wirklich Probleme gehabt mit diesem Spielziel von Astana. Ja, das kannst du die erste Minute anmachen hier bei Astana als Tee. Ja, fuck, hab ich vergessen. Junge, Junge, nicht unter Kontrolle deine Beins. Ja, die auch ausgemacht werden, hört man, ja, hört man mich auch, nicht so gut. Ist auch gut. Tja, Nip, die brauchen die Piste, das ist klar. Die brauchen die erste Equip. Und die brauchen noch einige andere Runden. Ja. Ein Timing. Wir haben ja nach 23 Uhr gerade. Kerrigan, mit dem habe ich vorhin kurz geschrieben, die sind da rausgeflogen gegen Escal, er war auch richtig tilt. Weil Püss die ganze Zeit gededost wurde. Ja. Oh. Ach, ist das einfach heute wieder! Egal, Mann! So. Komm, noch einmal, dann ist die Pause vorbei. Nee, ist vorbei. Dann, okay. Jetzt wieder serious. Ich auf Kommando, Matthias, so geht's nicht. Ja, okay, jetzt wieder serious. So, also, 4:11 der Halbzeitstand und Nip braucht die Pistol, um hier im Rennen zu bleiben. Und sie brauchen die erste Equip. Ganz genau so. So, Nip schnell lang eingenommen. Astana will zu zweit kurz einnehmen und Markloff, ja, jetzt gespottet, Flash kommt, Doppelflash. Oh, killt er ein. Zwei sogar. Durch die Smoke einfach. Forrest. Wehrt sich da auf jeden Fall noch. Und Forrest alleine gegen 4, das ist los, ja. Nicht holbar, nicht holbar. Und Astana. Die machen hier die Piste klar. Junge, Junge, Junge. Und jetzt wird's ganz, 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 ganz schwierig für die Ninjas in Pyjamas. Noch 4 solcher Runden für Astana. Markloff hat sich anscheinend irgendwie sowas hier gedacht. Oh, ein Doppelgesicht an 2 Boxen. Noch 4 Runden für Astana. Und die Ninjas können die Pyjamas anlegen. Und brauchen morgen nicht mehr zum Finale antreten. Und herrscht jetzt ein enormer Druck auf Nip. Da ist Terror auch jede Runde perfekt zu spielen, wenn CT schon so viele Runden haben. 7 AP, aber kann noch was machen. Pickt noch mehr. Markloff steht auch. Dosia kann wieder lang schauen. Für Florin Last. CT Base kriegt er auch nicht mehr. Markloff hier ganz stark. Auch wenn es so eine Eco ist, hat er da super gehandelt. Der Schrägen. Jetzt auf eine AWP gelegt und Nip kauft auch.
Oh, geht der jetzt einfach Mitte zielen, kacken dreist und macht da einen Frag oder so? Ah, nee. Keiner zu spät. So, aber cut das unten rein, Angel. Oh, Axis geht er jetzt auch direkt vor. Wir wollen sehen. Freiburg Mitte oben. Kriegt der Headshot. Angel kriegt leider keinen. Nur Damage gemacht. Aber Freiburg auf 3. Ja. Boah, da hat man auf jeden Fall den Patch gesehen. Gerade bei der Nate gegen Edward. Nicht mehr abgeprallt. Boah, Edward macht hier einen und kommt weg. Nip geht direkt hinterher, Edward, pass auf! Adrian, oh, Adrian, er stirbt. Adrian kann auch direkt hinterher. Komm, zwei noch. Markloff jetzt hier am B. Adrian! Zu und zu Situation. Markloff, komm. Boah, er verschießt und für Flaren fährt einfach rein. So, und Forrest trägt Last die Man. Bombe. Forrest trägt die Bombe. Und der kommt jetzt erst B-Cutters raus. Forrest bleibt da auf der Bombe sitzen, spottet in die Cutters rein. Fifth hat Loch. Tor hat keiner so wirklich. Jetzt Forrest gespottet. HE wird noch eine zweite picken und die wird. Aber ja. Zeit reicht nicht. Dozier geht auch nicht mehr gegen, aber Forrest noch gestorben. Also nur Fifflurin überlebt. Das hat natürlich auch gut Geld gekostet. Ja, overall kann jetzt einer von Nip keine AK mit Helm kaufen. Und Forrest kriegt auf jeden Fall die Awe, weil er guten Langspawn hat. Ja. Dann sehen wir jetzt bei Freiburg, der nur eine Galil kaufen konnte. Also wichtig, dass da, wichtig für AD, dass da. So, Astana faced keine Offensiv. Die haben lange gebraucht, bis sie fertig eingekauft hatten. Oh, Aiden flasht jetzt hier noch lang und hat es dann deswegen noch eingenommen. Aus. Sehr gut. Markloff hat da gerade Mitte gezielt mit der Scout. Ja, das kann einer perfekt und der heißt Chris J. Letzte Woche im EPS Cup bewiesen. Auch Gruß an Chris J. Ich weiß, dass er gerade zuguckt. Ja. Verrückte Hornländer. Junge. Euer Ball. Köken. Boah. Ja, Dozier mit dem Frag. Markloff. Schiebt da CT Base wieder rein und Adrian noch anlangen. Oh, aber Edward könnte gleich mit was machen, wenn er rumzieht. Forrest aimt ihn aber ab. Oh, und jetzt liegt die Smoke. Oh, Forrest gibt ihm 19 HP bei Edward. So, Spot gefallen. Ja, und da kann Astana nur saven gehen. So, Fifflon könnte da vielleicht gleich jagen sogar. Aber die haben selber natürlich auch super wenig Geld. Ja, vielleicht sollten sie wirklich einfach nur gucken, dass sie die 5 Waffen durchbringen. Egal, ob Astana da jetzt 3 Waffen hat. Fifflon fällt noch. Get Right ebenfalls. So, bei Get Right ist es nicht so schlimm. Der hat 5-1, aber Fifflon 3-9. Muss ich da legen lassen. Ja, das ist immer ärgerlich. So, Forrest kriegt keinen Hit rein. Fifflon sehr spät an lang. Ah, Edward wurde da am B vernascht.
solange man da so offensiv faced. Lang das Duell, die HE könnte noch, nein, die sitzt nicht. Und rechts am Tor steht noch Dosia Klaus, aber Bombplant wird jetzt durchgehen. Und bam. Wieder im Sprung ein Headshot mit Scout. Oh, und jetzt kommt Edward noch dazu. Eieiei, was ein Wahnsinns-Retake. Macht dann noch einen Hit an Exist. So, und jetzt muss Freeback da stehen. Jetzt muss er das gut machen, was er die in der ersten Hälfte verpasst hat, aber er fällt. Angel holt die Runde. Angel, er hat kein Dev-Kit. Oh mein Gott, das wird ihn so aufregen. Der Teamkill war es dann schlussendlich. Oh mein Gott, sein Mate hatte dann Kit. Ah. Oh Mann, das ist ärgerlich. Das ist bitter jetzt. Das ist sehr, sehr bitter, aber krasser Retake. Man hat hier zu zweit die ganze Zeit bei Astana gestanden. Man wusste, dass hier ein Spieler von NiP ist, der Pfiffleren. Und dann hat man zusätzlich nochmal einen geschickt, der hier mit Druck ausübt. Und dann letztendlich der Frag hier gefallen ist. Also, super starker Retake, der leider nicht belohnt wird. Aufgrund des Teamkills und des fehlenden Devkits dann. Markelov kurz, sehr offensiv. Ja, kriegt er jetzt keine Hits, kommt sogar weg. Ja, und NiP muss da aufpassen, die müssen vorsichtig sein. Aber wenn sie die Runde holen, Astana wieder in der Eco gezwungen. Jetzt Base mit Spake. Ah, ist auf jeden Fall jetzt die Schwachstelle von Astana Dragons und jetzt fährt NiP auch einfach los. So, Pfiffleren wieder mit den Langflash. So, Markelov down und Dosia. Wurde angesagt, da Pfiffleren muss damit rechnen. Holt ihn da auch. Kriegt da irgendwie noch das Fahnenkreuz drauf und jetzt kann Astana wieder safen gehen. So, und diesmal kann NiP da handen, aber die haben auch zwei Mann mit 0 Dollar. Sie sollten wirklich auch auf diese drei Waffen wieder scheißen und lieber ihre Waffen durchbringen. Wobei sie jetzt ganz guten Bonus kriegen. Vierte Runde in Folge. Also, drei Waffen wieder durchgebracht. Exist, Forest können auf jeden Fall legen für Gadred und Pfiffleren. Auf jeden Fall auch ein Kampf gegen das Geld hier gerade. Absolut. Aber irgendwann spielt das Geld für Astana. Ja. So, wieder schnell lang eingenommen. Mittel zum Zweck jetzt. Bei NiP. Immer wieder schnell. Freeberg allein in der Mitte. Bam. So, und jetzt Freeberg. Freeberg. Und er kriegt diesen Frag nicht. Aber A-Spot ist eingenommen. A-Spot ist offen. Dosia. Dosia kriegt einen. Jetzt muss er doch mal down gehen, da 34 AP bei ihm, das gibt's doch gar nicht. Pfiffleren kriegt auch nochmal jetzt auf 15 AP. Adrian macht einen und jetzt Angel, 1-2-Situation, 100 AP bei ihm, keine Granaten mehr. Und NiP muss jetzt erstmal die Bombe picken, das haben sie jetzt. Get right mit der Bombe, aber sie versuchen noch, ja, sie wollen noch gucken, wo ist der Spieler?
Und Gentleman kommt da eigentlich nicht weg vom Spot. Wenn er weggeht, ist er tot. Und das spielt er super runter. Hat doch kein Kit der Zete da. Oh, und dann geht Gentleman raus. Mit einem weiten Strafe und macht Angel down. 9, 13 und Dragons kaufen wieder, was geht. So, Nip das erste Mal jetzt. Vielleicht mit so einem B-Go, B-Split. Mitte komplett offen gelassen bei Astana. Na, contacten da schon Mitte raus. Aus Duell gegen Angel am Loch. Boah. Holt ihn da instant. Pam, pam. Da ist noch einer vom Tor, das rechnet. Ja, da hat er nicht mitgerechnet, Edward. So, Edward kriegt jetzt so auf die Hits. Fällt leider. Und BS Dragons, frei. Spielen sie den Retake. 3 gegen 4 Unterzeitsituation. Nee, spielen sie nicht. Das ist so abgespawnt. So, Makulov fällt. Und das ist Runde Nummer 10 für Nip. Zumindest diesmal nur eine Waffe überlebt. Aber jetzt sind sie da drin in dem Loser-Bonus und können halt immer wieder auf Farmers gehen oder so. Jetzt entscheidet man sich zu sparen. Gute Variante, da nicht wieder direkt gegen zu kaufen, sondern jetzt mal eine Runde vielleicht abzugeben, aber dann mit gutem Equipment. Makulov vielleicht wieder mit Ave mal kurz offensiv boosten, damit er vielleicht was Mitte machen kann, von kurz aus. Und da mal wieder die Runden entscheiden. So, jetzt gibt es erstmal so ein A-Stack mit 4 Mann. Dosia mit der Waffe dort. Dosia. Genau, das funktioniert fast. Ja, auf jeden Fall Überzahlsituation hier. Und das muss Nip erstmal wieder zurückdrehen. Pfifflerin kommt dann nicht drauf. Gentleman währenddessen dann kurz gefallen. Pfifflerin, die Waffe ist leer. 7 Schuss noch. Pfifflerin, zweiter CT ist auch noch drin. Ah. Boah, so knapp. Und dann ist er aber drauf und Angel. Angel über kurz. Exist wartet, bis Pfifflerin da ist. Erst dann wird geplantet. Und jetzt kurz gesehen sogar. Kommt aber ein guter E. Bams! One-on-One-Situation. 30 Sekunden. Pfifflerin. Ausgerechnet er. Aber der hat bisher ein gutes Turnier gespielt. Der hat da noch Granaten. Und Angel hat die ja eh. Er hat. Oh, viel zu früh. 19 Sekunden auf der Uhr. Boah, die hat eh auch gut. Boah. Was ein Damage die macht. Aber er hat keine Weste. Pfifflerin. Oh! Das gibt's doch gar nicht! Angel geht aus der Smoke raus! Es waren noch 7 Sekunden auf der Uhr! Und Pfifflerin entscheidet hier die Runde! 11-13! Kommt hier Nip nochmal zurück! Hätte er in dieser Situation die HE gehabt, Angel, und einfach mal sicher geworfen, wenn er weiß, dass er auch da ist beim Legen oder sonst was, hätte er gar nicht lang mal geblockt. Lang wird geblockt und sie haben gutes Equipment. Ah, Edward wird ja auf dem falschen Fuß erwischt. Auch da und Dosia, 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 Dosia. Kann er Gatwright noch low schießen immerhin. So, jetzt könnten sie sich boosten, damit einer aufs Kopf kommt schnell. Exist geht jetzt hier kurz durch und er kann jetzt zwar die Spiele spielen. Kann jetzt ansagen, da steht nichts, Element oder so.
Und damit können sie jetzt lang durchschieben. Ah, schade. Wenn dieser Booster schnell da ist, dann können sie vielleicht lang weiter blocken, Ashana. So, safen oder gehen sie drauf? Pushen sie gegen oder lassen sie die 12. Runde an Nip? Und wieder gesaved. Jetzt wird man hier langsam wahnsinnig, Freunde. Es wird enger und enger. Wer zieht hier ein ins Finale? Was für ein Spiel wieder mal. Boys, kommt da Loch rein mit geholt. Geht da in den Stack. So, und sie haben genug Geld zum Kaufen. Makelov, weiter mit der AWP. So, Lang wird jetzt anfangs immer komplett geblockt von Astana. Was hat Nip hier vor? Auch erstmal kurz einnehmen. Oder lang. Und Fifflon nimmt zuerst lang ein und da steht Fifflon. Astana Dragons jetzt mal ausnahmsweise zu zweit. Und Fifflon lebt das sehr gefährlich. Oh, jetzt gehen sie da einfach raus. Puh. Boah, aber macht und mit Drosia werden sie nicht rechnen. Sie damit? Nein. Drosia kriegt zwei. So nein, er kriegt nur einen! Zack, und lang fällt auch, das gibt's doch gar nicht! Edward! Noch am A. Edward und Makelov! Gegen alle. Und sie na, kommen Gold, alle über Gold. Auto! Oh, Makelov hat einen wichtigen Frag gemacht. Edward macht auch noch Edward. Einen! Exist alleine! Exist alleine! Und Makelov geht über Gold! Oh mein Gott, Edward geht dann nochmal rum. One on one. Was ist jetzt hier los? Und Exist rechnet mit ihm von der CT Base und nicht. Nicht von Kurz. Oh, jetzt Makelov, weiß wenn jetzt Makelov rumgeht. Jetzt weiß es aber. Oh, hat ihn da gesehen. Er hat ihn da gesehen. Und Exist erwartet ihn jetzt schon lange, aber er ist laut. Er ist laut und Exist hat ihn gehört. Oh! Junge! Da platzt mir das Ei, Freunde. Was für Shots hier von Makelov. Und es ist Runde Nummer 14 für die Astana Dragons. Es ist Runde Nummer 14 für die Astana Dragons. Und jetzt hat Nip hier die Chance, wenn sie die Runde holen. Wenn sie die Runde holen, ist Astana Money Broke. Der Loser-Bonus wäre weg und Nip könnte jetzt um 14-14 kommen. Geld sieht noch gut aus bei AD. Die würden dann Low Equip kaufen, aber natürlich, das Geld wäre auf jeden Fall nicht mehr so gut da. Weiß nicht, ob sie das machen oder lieber eine Eco einlegen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sonst haben sie drei super Low Equip Rounds. Und diesmal blockt Astana Dragons aber mal verstärkt den Steg. Und Kurz Dosia und Mitte. Ist da schon auf 14 die AP haben B gebrochen. Offen und die haben lang offen. Boah, also das sieht gut aus, wie Astana gerade steht. Wenn Nip das spielen will, was sie jetzt hier vorhaben, dann geht das in die Hose. Muss nicht unbedingt sein, also. Dann geht das in die Hose. Die sind schon zu viert in der Mitte, Nip. Und wenn sie jetzt zu dritt oder zu zweit jetzt mal Steg konzentriert einnehmen. So, Dosia ist blind, die sind beide blind. Ja. Und jetzt geht da Freiburg eigentlich vor. Adrian macht aber den Frag. Adrian dann down, jetzt Dosia, 14 AP, macht aber den Reader den Real Frag. Edward gegen Mitte. Zwei stehen da. Edward kommt nicht weg. Er eröffnet wieder da die Runde, Edward. Möchte da einfach zu viel in der Überzahlsituation. Und wir haben keine Smoke mehr, die Jungs von Get Right. Und Angel ist jetzt da alleine am B. Aber doch, da kam noch einer. Keiner kommt Cutters. Angel, blind. Angel macht einen. Angel wieder. 2-2-Situation. Dosia und Makelov.
Dorsia über. Sehr schnell Cutters, aber Exist rechnet damit. Von vornherein konzentriert gegen Cutters. Und Dorsia ist low, Gott. Aber Exist zieht auf Kopf. Und Dorsia bückt sich vielleicht rein hier. Nee. Und Makel of Last. Makel of Last. So, und jetzt haben wir die Situation mit dem Geld. Und jetzt bin ich gespannt. Makelov ja, mit 4-4. Kann sich AWP kaufen. Aber der Rest. Ach, nee, was kann er? Nein, nein, nein. Das war wieder ein Bug. Einer hat schon das Geld angezeigt, die anderen nicht. Ach so. Ich dachte, der kriegt da noch Plus. Vertrau mir. Ja. Vertrau mir, Bruder. Haben schon P250 geholt. Nicht das erste Spiel, was ich heute sehe. So, also. Es ist eine Sparrunde. Und Nip hat es auf dem Fuß hier, das 14-14 zu holen. Dorsia! Makelov wurde da gesehen. Get right hat ihn nicht gesehen. Junge, was machst du denn? Du bist doch kein Gummibär. Angel überlang. Edward ebenfalls Freiburg über T-Base. Angel, ja. Und Edward kann da nichts mehr machen. Und Nip bringt hier 4 Waffen durch. Das wäre jetzt mal gut. Würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt nächste Runde 2 Autosniper kaufen einfach. Boah, ne, das können die nicht bringen. Das können sie bringen. Das die können sie nicht Geld bringen. Dafür. Ja, das Geld haben sie aber. Einfach mitbangen, das Geld ausnutzen. Das wäre krass. Probieren einen Low zu schießen. Das ist aber das... Muss man von Nip auch erwarten. Und das machen sie auch, denke ich. Mal schauen. Ah, machen sie nicht. Gucken da aufs Geld, aber nur noch 2 Runden zu spielen und System und 5 Lern hätten eigentlich genug Geld. Ja, aber guck sie an, Get Right, wenn der jetzt stirbt. Also, das große. Gleich in der letzten. Den großen Runde. Goldregen haben sie auch nicht. So, aber eine bittere Runde für Astana. Wenn sie die verlieren, letzte Runde mit ganz, ganz low Equip. Ja. Boah, und Nip hat es wieder mal auf dem Eigentlich ist das hier ja schon dann die entscheidende Runde. Das ist hier die Schlüsselrunde. Bams! Makelov eröffnet sie. Die Runde Nummer 29. Eröffnet von Makelov. ...1:06 Ortszeit, Freunde. Wir sehen hier jetzt ein B-Contact von Nip und AD ist gerade zu dritt am B. Angel mit einer super Position da und Edward hat wird ver... Oh, jetzt hat er schon mal einen, jetzt zieht er einfach rum. Ja, für alle. Und jetzt Freeberg Last gegen 5. Das ist die Runde 15 für Astana. Da lege ich mich fest. Ich mich auch, Knorren. Da leg ich mich fest. Boah. Wenn er dem noch eins gibt. So, und jetzt braucht Nip natürlich das Geld. Daher war es gut, dass man nicht hier auf so eine All-In-Runde gegangen ist. Jetzt aber Fifflerin mit Ave und AK. Also ich sehe bei jedem Full Equip. Ja, ja. Und trotzdem hat Exist noch 4k übrig. Das wäre aber kein Autosniper gewesen. Ah, okay. So, Fifflerin aber AWP-Shot abgesetzt. Und jetzt wieder zurück auf der AK. Sehen wir die Overtime oder gibt's den Sieg für die Astana Dragons? Es ist eine Piste, die hier Nip fehlt. Oh, und AD. Edward, hier ein bisschen was Edward, Edward, ja, Edward, Edward, Edward. Und drei Blitz. Edward. Holy shit, und der B-Spot ist clean. Holy shit, Forrest. Da kommt der Baumfeld. Er macht da einfach 3 Gesichter. NP für ihn. Aber was für ein Ding gerade nochmal gegen Makelov. Und Dorsia last. What a four. Freunde, das muss hier in die Overtime gehen. Setzt nochmal den Wasserkocher auf. Hier geht's in die Verlängerung.
Oder klärt das Dozier? Er hat noch Doppelflash. Plus Smoke. Dozier. 1 und 2. Forrest. Und Forrest regelt hier diese 30. Runde. Forrest regelt hier diese 30. Runde. Ich fass es nicht. Fass eine Runde von Forrest. Es ist die Overtime und Forrest macht hier einfach mal vier Gesichter. Ein Doppel-Doppel-Gesicht. Freunde. Oh mein Gott. Was für eine letzte Runde hier. Und das geht in die Verlängerung, Freunde. Was ist los, Junge? Junge, 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 Junge. Was für ein Spiel. Man merke, Sonntag, der 13. Oktober mittlerweile, angebrochen. Astana Dragons gegen die Ninjas in Pyjamas. Ortszeit 1.09 Uhr in Kiew. Das muss man sich mal vorstellen. Nehmen wir da noch die Overtime. MR3 oder 5, weißt du das? Normalerweise glaube ich MR3 hier. Ja, glaub auch. Sehen wir jetzt gleich am Geld, aber... Boah. Da ist alles offen. Einfach alles offen. Was für ein krankes Game. Ach, ist das schön. Wollte schon sagen, was für ein gutes Finale, aber da ist ja noch was offen. Egal, wer gegen Very Game spielt, es wird eine super Show. Beide konnten schon... Na, wie soll ich sagen? Selbst Astana Dragons konnte gegen Very Games mithalten und Pip hat zwar in letzter Zeit Probleme gegen Very Games, aber das kann ihn ja auch nicht... soll ich sagen, das muss ihnen ja auch auf dem Herzen liegen, sage ich mal, dass sie da jetzt langsam passieren gegen Very Games. Jetzt komisch ausgedrückt, aber, ja, aber ja, das jetzt, kann ihnen nicht gefallen. Jetzt lass mal hier Nip eine Pistole holen, das Ding ist gegessen. Ja gut, es gibt ja keine Pistole, also... Stand des Servers bei mir... Ja, in Spec-Mode. Ja. Boah, krasse Geschichte. So, wir machen ganz kurz einen Spot, Freunde, und dann sind wir sofort wieder da. Bis gleich. Und damit zurück in Game, Freunde. Wir warten auf den Start hier der Overtime. Was für ein Wahnsinns-Game. Und das nochmal zu Samstagnachtstunde. Also wer jetzt nicht zuschaut, der ist selber schuld. Hier wird wieder mal Geschichte geschrieben. Astana Dragons, kommen Sie nochmal oder kapitulieren Sie? Weiße Flagge in die Luft. Nein, ich kapituliere nicht. Was war das denn bitte? Keine Ahnung, es gibt da so ein Video. Das ist ein Synchronsprecher. Video. Ja klar.
Mich kannst du damit nicht rollen, Junge. Ach ja. Chris J ist auch im Chat unterwegs, ja, hier. Zunge grote Furball Junge. Ah, er will sagen, so ein großer Feuerball Junge. Ja. Das heißt es doch voll in dich. Zunge grote Furball Junge. Was ist los, Junge? So, Vincenzo, danke, ich habe deinen Kommentar gelesen. 13 Mal. Gruß zurück. Können sie auch mal wieder losgehen hier, das, die mit ihren... Das denkt sich gerade Astana aus für die T-Seite. Das müssen sie sich nicht ausdenken, dass ihr in ihrem festen Game... Nee, ich würde sagen, der große Fehler bei Astana, also eine Runde mehr hätte man holen können, wenn man noch etwas langsamer gespielt hätte. Das war manchmal, sah das ein bisschen zu hektisch aus, ein bisschen überhastet, da bei 45 Sekunden den Goal zu machen, da würde ich... Lieber noch mal so 10, 20 Sekunden verstreichen lassen. So. Also die Sounds kommen nicht von mir, sondern von Trouble. Der spielt hier alle ein. Nicht alle, das Gerücht. Alle. Nein. Schreibt ihm auf Facebook, wenn ihr da ja was haben möchtet. Facebook.com, wie ist deine URL? / TroubleCS, Erde, wieder. Alles klar. Und Facebook.com/MeinKnochen, falls ihr die Seite noch nicht liked, dürft ihr ebenfalls gerne liken, genauso wie Facebook.com/99DMG, die Facebook-Seite von 99 Damage, in der Kurzform. Ja, und falls ihr hier den Twitch-Stream noch nicht followed, dann könnt ihr das auch gerne tun. Wir sind bei 4740, zumindest seit heute Morgen. Wäre geil, wenn wir das Wochenende noch auf 5K kommen. 5000 Herzen. Wäre, da würdet ihr mich richtig glücklich machen, also. Wäre was. So, ich hoffe, dass Astana hier gleich kommt, aber ich glaube, die müssen da 1-2 Päckchen durchziehen, damit die hier erstmal wieder auf ein normales Level kommen. Also das hier am Ende natürlich dann noch abzugeben oder in eine Overtime zu bringen, das zerrt natürlich an den Nerven und Nip hier eindeutig mehr im Momentum durch die Comeback-Phase als Astana. Dir hagelt es ja die Likes. Im Twitch oder was? Bei den Follows oder was? In Facebook. Bei dir oder was? Bei dir. Ja, siehst du doch gar nicht. Da sehe ich das. Von? F5. Wie viel? Sag ich dir nicht. Selbst nach. Du Troll. Nee, ist aber wirklich so. Ja, ich freue mich darüber, wirklich. Schön posten nochmal, oder? Oh, rein da. Aber siehst du das, was ja du willst? TWH ist wie eine Familie. Ah, der Typ ist auf jeden Fall ein ganz schöner Troll da. Der Mr. Philly? Ja. War schön, dass du meine nicht postest. Weiß ich was? Achso, ja komm. Wie sag nochmal an. Facebook. Ja, schreib's einfach rein. Trouble CS. So ja, oder was? Ja, ich glaube, so ist richtig. Weltklasse, wir sind. Ey Mann, die sollen jetzt anfangen, aber die sind wieder da. So, auf geht's. Ich will die Overtime sehen, bevor meine Nachbarn hier die 1-1-0 wählen und ich abgeführt werde.
Hoffe, dass ich morgen bis zum Finale wieder draußen bin. Kauf dich frei. Kein Problem. Da frage ich Venom. Frage ich Venom? Ah, nee, aber Venom kann ich fragen von seinen Donations. So, Slam auch wieder im Spec. Ja, die haben aber die Zeit wirklich genutzt und da Werbung gespielt. Siehst du, wir unterhalten uns mit euch. So läuft das hier. Immer da, wenn ihr uns braucht. Außer wenn wir schlafen. Ich hab doch gar keine Nachricht. So, MR3 wird gespielt, Junge. Passt du auf hier? Bin am Start. MR3 10K. Matthias. 16K? 16K ist MR5, Matthias. Ja, aber wir haben MR3 Settings geladen. Wenn du oben mal guckst, Round 1 von 6. Ah. Ja, das kann nicht richtig sein. Gar keinen Fall, Matthias. Boah, ich rieche, wenn die das jetzt nochmal so laden, dann rieche ich wieder den Protest. Ja, MR3 16.000. So, ein Regelwerk liegt uns natürlich nicht vor, aber... So, ich muss mal gerade dem Admin schreiben, warum hier mit 16K gespielt wird. Aber das soll nicht unser Problem sein. Die Spieler committen sich darauf. Hoffen wir, dass hier nicht wieder eine Overtime nachgespielt werden muss. Wie zuletzt auf der Dreamhack Bukarest. Aber hier ist Settings drinne. MR3 16K. Gut, das soll uns nun egal sein. Also auf jeden Fall falsche Settings. Egal. Wir wissen, was da ja mal passiert ist. Aber jetzt hier Minute 1. Oh. Das Thunder Dragons kommt wieder ins Rollen. Der Trabi-Motor ist gestartet. Brauch halt ein bisschen, bis der warm läuft da bei denen. So, 45 Sekunden. Jetzt kommt meistens die erste Welle. Ja, und sie halten sich an meinen Rad, spielen das noch langsamer aus. Vielleicht erst so bei Sekunde 30, 25. Markloff tastet sich jetzt mit AWP-Mitte raus. Ja, jetzt kommt der B-Split, wird eingeleitet. So, und 30 Sekunden noch auf der Uhr. Und jetzt bei 25, Sekunde 25 geht's los. Nicht, immer noch nicht. Das steht direkt auf Sekunde 20, sie spielen's noch langsamer. XS steht. Und jetzt muss es Freeberg halten da. Gegen die Bombe. Dosia, last 10 Sekunden auf der Uhr. Und die Glocken läuten hier für Nip. Alle 5 überlebt. Das hat dann wirklich ein bisschen zu lange gedauert einfach. Ja. Also, kann man einfach nicht machen. Da vielleicht der CTI mal Mitte gegen. Ja, oder da fliegt ein Molly irgendwo hin und sie können halt einfach nicht durch. Ja. Vor allem, wenn sie vorher dann schon ein paar Hits bekommen haben. Jetzt wird lang geblockt von Nip. Erstmal zu dritt, dann wird Linie aufgestellt. Nämlich jetzt. Und Forrest schiebt schon wieder Richtung Mitte rein. Also eigentlich echt kann man ein bisschen AFK gehen. Gucken man. Das ist halt wirklich traurig und ich hoffe, dass Astana für die Dreamhack einen neuen Spielstil da verinnerlicht. Weil das kann man sich einfach ein nicht mehr mit anschauen. Muss ja nicht unbedingt ein neuer Spielstil sein, aber man sieht ja auch kaum Variationen in dem Spiel. Da kommt ja mal gar keine schnelle Runde. Also zwischendurch, wo man die Gegner mal auf dem falschen Fuß erwischt oder so. Ja. Aber, ich meine, wenn sie so fahren, ganz gut, dann halten sie es halt bei. Und die sind immerhin in der Overtime gegen einen Nip. Aber jetzt haben wir wieder 35 Sekunden, jetzt kommt wieder irgendwo der Go, diesmal aber kurz zu 5. Und Get White mit der Autosniper an der Schrägen. Jetzt bin ich gespannt. Macht einen, macht
Zwei fast, der eine schon low. Markelov auch down. Adrian auch low. Ja, und Forrest räumt da auf. Also, ganz stark. Gatorade auf jeden Fall noch zwei Assists bekommen gerade. Doppelgesicht an zwei Bobs von Forrest. Ne, war ein Triple. Doppel-Arbe jetzt auch von Astana, die nutzen das Geld jetzt aus. Haben aber kein Hit da im Vorbeijumpen. Ah, Edward jetzt wieder mit einer AK. Also scheint den Spielern bekannt zu sein, dass er trotzdem nur MR3 ist. Das ist natürlich immer ganz positiv. Solider HE hier in die Mitte. Angel. Forrest verliert da das Duell. So, und das war ein bisschen zu früh für den Geschmack von Adrian geht das CP raus. Freiburg am Spot. Boah, wird er geholt von Adrian und Exist am Tor macht den Refrag. So, Gatorade auch schon da. Boah, Gatorade geht einfach rein. Abgereist, aber Edward passt auf. Und noch Exist auch einfach rein. Alle auch. Einfach rein und ja. Und damit geht diese letzte Runde an die Astana Dragons. 2-1 nach der Halbzeit. Also, letzte Season wurde das auch schon so gespielt. 16k und MR3. Oh, wieder anderthalb Minuten Pause dazwischen. Ja. Ja, gute Voraussetzung für NiP. Aber es ist ja die Overtime-Regel, ne? Kennst du ja. 2-1, ja. 1-2, 3-0, 0-3 und dann in der dritten Overtime random. Es hat in 1-6 aber deutlich besser geklappt mit der Regel Nummer 1 der Overtimes. Ah, ich glaube, das lässt sich hier NiP nicht nehmen. Bei CT-Runden normal nicht, schon. Normal nicht. Also 2 T-Runden sollten sie hier klar machen. So, Bronx geht hier hohes Risiko, sagt die Pause geht länger als AD ihre Pushes. So. 15 Sekunden, dann geht's weiter. Ja. Puh. Ninjas in Pyjamas oder Astana Dragons. Boah, Gatorade direkt Autosniper am Start. Das war dein Sound. Boah, Nick geht hier lang raus, Adrian, das schon am Blauen. Boah, hat er jetzt eine gute Pose, Adrian. Boah, mach keinen. Friberg! Friberg kriegt 2. Friberg bekommt 2. Was macht NiP jetzt? Gehen sie da jetzt schnell durch? Bauen sie nochmal neue Mitte auf? Entscheiden sich jetzt doch durchzugehen gleich? Boah, sie schleichen da einfach durch. Ja. So, Bombland wird durchgehen. Und Unterzahlsituation für Astana. Gatorade hier noch Mitte oben. Boah. Muss er weg? Oh. Kriegt da ein Ding rein.
So, Makelov aus der CT Base. Und jetzt alle drei T's am Spot, das kann AD holen. Ja. HP-Vorteil bei ihnen. Wenn jetzt hier mal der CT Base Spieler, Makelov, ein bisschen schneller spielt. Über Kriegen hat die Hits, sie wissen, wo beide T's sind. Jetzt lässt du noch nichts sehen. Und das machen sie. Ja. Jawohl, das ist Runde Nummer 2. Astana gleicht aus zum 2:2. Nip, die müssen sich konzentrieren hier. Boah, Ende hat er den Hit von Autosniper bekommen. Oh, Nip nimmt komplett mit ein. Spielen da jetzt eine ähnlich langsame Runde. Wie Astana. Oh, wer holt die erstmal sichere dritte Runde? Wir haben jetzt mal endlich kurz eingenommen, Nip. Ja, und jetzt steht ihnen wieder alles offen. Oh, es geht direkt mit Contact. Trifft er jetzt auf Makelov und Edward ist am Tor vor B. Boah, Makelov. Edward geht hier mit Outsnapper kurz vor. Und Edward steht da noch. Edward steht. Bombe ist down. Edward! Boah, Edward macht den Fracker mal. Rappt in die Base, Amok. Exist macht auch den Fracker am B. Exist mit einer. Den nächsten und Auto. Get right in 1 und 2. So, er weiß. Einen Spieler weiß er. Get right. Kann er das hier runterspielen? Im 1 und 2. Jetzt wird er gepusht. Bombe liegt auf jeden Fall nochmal. Und er weiß nicht, dass er schon Big Box ist. Und er fällt. Edwards klärt es. 4 Frags in dieser Runde. Das ist wie Forrester in der 30. Runde. Und, ja, und Astana mit dieser sicheren dritten Runde. Overtime haben sie safe, aber sie können es hier entscheiden. Sie können sich jetzt ins Finale spielen. Eine einzige Runde trennt sie hier nun. Einfach nur zu zweit werden die Mitte zielen und da. Ah, doch nicht. Ich dachte, die zielen. Aber Edward mit Awe. Boah, da zielen 2 AWPs von den T's. Gut, dass er da sich entschieden hat, nicht zu zielen. Palme faced. Edward verschießt da gegen Get White. Oh, Makelov. Er öffnet hier wieder die Runde. Get White. Oh, der Moller kommt in die Smoke. Ganz komisch. Ja, er fliegt irgendwo hin. Noch ein Frag, Makelov Mitte. So, Forrest. Und Mitte oben gesehen, verschießt er. So, aber guckst du dir an, wo Get Right ist. Get Right, low, 17 HP, Get Right ist down. Und damit 2-5-Situation. Das sieht so gut aus jetzt hier, Astana. Oh, und Dose ja schon Mitte gepusht. Nipp das hier nochmal drin. Und Aiden an der Schrägen. Boah, was für ein Ding wieder von Forrest. Die Runde ist durch. Und jetzt Fifflerin. Oh. Kriegt ihn da. Und Forrest sieht einfach Base. Und er kann noch einen ansagen, Base. Jetzt geht der Schräge. Er kann noch einen ansagen. Oh, da spielen sie. Und Fifflerin. Ja, Forrest, jetzt muss Fifflerin aufpassen, kurz. Fifflerin kriegt ihn. Ich pack's nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Du und Fight. Das gibt's doch nicht. Was ist das hier für ein verrücktes Spiel? Und ich sag's dir doch, 2-1, 1-2. Vertrau mir doch mal. Mann, krass. Vertrau mir doch einfach mal. Oh Mann, ey. Junge. Oh.
2 gegen 5. Geben die das noch ab? Ich glaub's nicht, ey. Boah. Da willst du mit mir spielen, ne? Alter Schwede, ey. Was? Was die hier machen? Was die hier machen? Oh. Die gehen jetzt aber keine rauchen, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Nee, 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 das wird jetzt hier durchgezogen, aber ist ja wieder die 1-Minute Wartephase. Ja. Was für ein geiles Spiel. Also das hat wieder alles, was ein gutes Spiel braucht. Was eine gute Zitterpartie braucht. Ist immer wieder dieser Bug. Ekelhaft. Also ich hab's geschafft, den wieder zu lösen. Einfach ja, Space nicht. Drücken oder so. Nee, Space oder Enter oder Escape. Eins von den dreien war's. So, also Ergebnis wieder auf 0. Zweite Overtime läuft. Und Nip nun auf der T-Seite gestartet. So, und jetzt werden wir ein 3-0-0-3 sehen, Trubel. Aha. 3-0 für AD oder was? Egal für wen. Boah, Getwide wird jetzt hier lang rausgeschickt. Er ist schon Container. Kommt wieder rein an lang. Und jetzt geht's Mitte raus. Mitte raus und Edward steht. Und B auch. Edward steht. Oh, Angel, muss er Angel noch in der Smoke. Bombe ist down. Angel. Tor. Angel steht. Ganz wichtig. Macht er den dritten? Ganz wichtig. Und jetzt Get right. Gefangen. Boah. Und AD überlebt die Runde mit 1. Mit 4 Spielern. 1-0 damit. Dein Twitch. Ich das irgendwie jetzt in Subscribers-Mode. Ja, weil die Leute da zu viel am Spammen sind. Von daher bleibt er erstmal kurz pausiert. Das ist schade um diejenigen, die sich da ordentlich verhalten, aber ein paar Idioten müssen es halt einfach übertreiben. Aber für Flaren zieht jetzt hier lang. Ah, wurde auch abgesmoked. Das macht Astana da gut. Gehen da nicht unnötig rum. Risiko. Markloff, möchte ich den First Vergang kurz machen. So, sie wollen nochmal da Mitte raus. Nehmen erstmal wieder Steg ein. Oh, Markloff diesmal nicht mehr Steg am Zielen, sondern verschiebt schon zur Mitte. Jetzt wird Steg eingenommen, Forbes ist da selbst blind. Aber ist frei. Und jetzt Mitte Schlitz. Axis kriegt den Hit da von Markloff ab. Aber jetzt geht Markloff wieder zum A. Hits. So, Adrian dann noch im Goose. Aber vorher ist schon noch A. Adrian ist blind im Goose gewesen. Hat aber den Kills. Zwei Bird. Hat er nicht mehr Markloff Waffe getauscht. So, sehr gleich das Duell gegen Cliff Laren anlang. Aber erstmal geht Edward Base hoch. Richtig, und das war die Bombe. Kommt das schräg war rum, die Bombe. Freiburg. Jetzt das Duell anlang. Jetzt muss er Element gucken. Jetzt kommt das entscheidende Duell anlang. Ah. Oh. Wollen das also jetzt aber. Ja, und für Flaren gewinnt es. Aber guckst du an, Marek Markloff. Ja, aber da siehst du, was ich meine mit dem entscheidenden Duell. Er ist jetzt in der Grube, er hat da eine stärkste Position und beide CDs sind Base. Ja, und mit Exist raus macht noch der Exist. Backstabber. Ja.
Das geht einfach auf für Flaren jetzt hier am Ende. Das 3 gegen 3. Ja. Kriegt er da lang den Frag, ist in der Grube. Sehr stark von Flaren. So, sehen wir wieder ein 2-1. Diesmal für die T-Seite. Boah. Bei Freiburg da nicht drauf, aber bei mir war er drauf mit Autosniper. Gerdwald wieder riskant dort an dem B-Cutters. Oh, Makloff riskiert an Steg. Ah, doch nicht zu viel. Gute Entscheidung. Geht der jetzt wieder Mitte-Schlitz zielen, Makloff? Oh, wenn er diesmal Exist da auch nur treffen würde, durch Tor wäre er tot. Und Gerdwald gewinnt das Duell am B. Aber AD, guck mal, die sind schon zu dritt am B und Freiburg geht jetzt schon kurz durch. Ja. Jetzt ein schneller A-Split. Oh, Makloff schiebt wieder rüber. Jetzt kommt der Kurzscope, perfekt eigentlich. Und Pfiff Leon geht gleich wieder lang gegen Dosia. Und Pfiff Leon gewinnt wieder das Duell. So gewinnst du natürlich die Runde. Gerdwald natürlich. Jetzt gleich von hinten Damage, jawohl, Adrian. Er hat ja seinen Fact gemacht und Pfiff Leon hat wieder das wichtigste Duell an lang gewonnen. Oh, Tour und also vor. Die Overtime. Und das muss das 2-1 zu Nip sein. Ja. Oh, jetzt stirbt der Flaren lang. Und auch Forrest stirbt. Oh, Exist jetzt am Spot. Na. Oh, was? Edward? Rieberg alleine. Rieberg! Edward oh entscheidet Gott. Hier die Runde. Oh mein das Gott. Das war dann leichtsinnig von Nip. Eieieiei. Aber 3-0, die Theorie von dir. Ja, leider. Ah, das ist echt traurig. Aber muss man echt sagen, trotzdem für Flaren war immer das Duell dann lang gewonnen. Ich meine, kein leichtes Duell und das traut er sich einzugehen und gewinnt es zweimal. Leider nur eine Runde dadurch geholt, die eben da ein bisschen verdattelt. Aber wirklich Respekt dafür an für Flaren. Müsst mal diesen Help-Kommentar einfach ausmachen. Ja, ist ja auch schon alles in die Wege geleitet, aber das funktioniert mit Servern und sowas und da kannst du nicht innerhalb von einer Sekunde. Aber es ist schon alles erstellt, eine extra Seite ist schon erstellt, die dann gepostet egal, wird. Egal, es geht und so los, Mann, scheiß eben. Auf den Chat. Das so würde ich das nicht sagen, das ist wieder eine Troubley-Aussage, aber... Nein, im Fokus Sinne von jetzt Steam, wird hier das Spiel geschaut. Richtig. Die Mods sind da verdient. Im Twitch-Chat, um das zu regulieren. Wir kümmern uns hier jetzt ums Game. 2-1. Damit geht es hier weiter. Und nun Astana Dragons. Mit dem großen Vorteil, 2 T-Runden zu haben. Grille. Wo ist die Grille? Oh, wann gibt's den First Frag? Sekunde 42 bei Call. Oh, da war ein dicker High-Read.
So, wir haben bisher von Astana noch nicht wirklich einen schönen B-Split gesehen. Einmal so mehr oder weniger. Ah, und die bauen wieder viel zu lange mit hier. Mit CT-Base-Drop haben wir auch noch nicht gesehen. So, oh, Forrest steppt da einen Schritt zu kurz rum, sonst hätte er ihn gesehen. Und jetzt geht Dose ja mit raus. Ja, und dann hätte Forrest da sehen können. Jetzt kommt der B-Split noch. Forrest geht einfach vor. Ach, da. Krieg zwei! Edward, oh, gibt ihm noch Gesicht! Freeberg! Und dann ist X-Sister. So, Edward last, 15 Sekunden, oh, Bombe down am B. Mist. Zack, Runde wieder gelaufen. Weil einfach mal wieder eine Minute verstrichen ist, ohne dass irgendwas passiert. Aber Forrest, also irgendwann müssen sie drei Frags in der Theorie. Zweimal gekillt und den dritten noch mit einem Schuss einen Headshot reingegeben, der dann ja auch als tot zählt sozusagen. Ja, also ganz Forrest, stark. Forrest wirklich mit einem beeindruckenden Finale. Consolation-Finale, sorry. Ja. Aber das Spiel hier ist schon eines Finales würdig. Auf jeden Fall. Gleicher Aufbau wieder von AD. Afghan. So, eben B angespielt. Jetzt wird man ein bisschen mehr Fokus auf A legen. Jetzt kurz eingenommen, mal ein bisschen früher. Ja. So, und jetzt sich schneller entscheiden. Aber lang wird wieder das Duell sein. Edwards. Dosia wird ihn dann nochmal vielleicht rausflächen. Boah, Flavin zielt der Schlitz lang. Hat er jetzt gleich eine super Posi, weil AD auch das erste Mal... Aber jetzt kommt die Flash. Ja, ja. Boah, Asgold. Edward holt ihn. Edward gewinnt jetzt hier das entscheidende Duell. Und Agent auch. Gadwright mit Autosniper macht zwei. Gadwright noch einen dritten. Und dann wird er von lang geholt. Dann wird er von lang geholt. Aber Markloff noch auf 3 AP geschossen. So, ich sitze über lang, Freeberg über kurz. So, sie hat hier noch eine entscheidende Position, weil... Obwohl, nein, jetzt kommt Exist noch über lang, der hier die Runde entscheiden muss. Dosia gegen Exist jetzt hier. Aber sie haben sich da gut eingeschraubt. Bomb und Dosia gibt es nicht. Von der Schräge und nochmal Dosia. Dosia. Drei Frags in dieser Runde. Und Astana mit dem 3:2. Gibt es die nächste und dritte Overtime. Das waren auf jeden Fall sehr schnelle, schöne Headshots. Ja. AD kann das hier klar machen. Boah, jetzt mal ein... Obwohl... Na, doch nicht. Wollte schon sagen. Ja, ja. Fällst du mal wieder auf diese Schnell-Cutters einnehmen rein? Nee, ja, ich dachte, Lip spielt sowas. Ja, Schnell-Cutters nehmen sie ja ein. Das kann man AD nicht vorwerfen. Ja, aber dass sie schnell B-Rush kurz, spielen. Also kurz nehmen sie auch bei einer Minute ein, aber dann machen sie 30 Sekunden lang nichts. Aber gerade hat es irgendwie geklappt. So, sie hat dann nur noch die Runde entschieden. Jetzt kurz eingenommen, erst bei Runde 55. Ja, und was macht AD jetzt? Es spricht viel für B-Split, obwohl 5er Kurz-Go. 5er Kurz-Go. Ja, Edwin kommt auch jetzt dazu. Das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür. So, und jetzt get right. Wie handelt dieser Spieler das jetzt an der Schrägen? So, kommt jetzt vielleicht der CD-Base-Drop? Boah. Hat er keine Chance. Get right blind, auch down. Fifflerin. 3 gegen 5 jetzt hier. Und Adrian hat kurz dicht gemacht. So, kurz kann ausgeschlossen werden. So, Fifflerin muss spotten. Und da fliegen die Shots. Fifflerin last. Und es ist der Sieg.
Die Astana Dragons überleben hier mit 5 Mann und es ist das 4 zu 2. Und Nip ist geschlagen. Nip ist damit geschlagen. Astana Dragons gewinnt hier 2 zu 1 nach Maps in dieser zweiten Overtime. Und Astana steht im Finale. Nip im Consolation Final geschlagen. Platz 3 heißt es damit. Pah, und damit wird dieser langsame Spielstil belohnt und Astana steht im Finale gegen Very Games. Also, Wahnsinn, krasses Spiel, Respekt an beide Teams. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das war ein gigantisches Spiel hier auf dieser dritten Map. Tja, und Nip geschlagen. Nip damit nicht im Finale dabei. Tja, und das hier eine große, große Überraschung. Also, Very Games gegen die Astana Dragons, das Finale für morgen. Um 15 Uhr wird es laufen, um 15 Uhr das Finale, Very Games gegen Astana Dragons. Es wird ein Best of 5 gespielt mit einer 1-0-Führung für Very Games. Das heißt, die Jungs von Very Games müssen 2 Maps gewinnen und Astana Dragons braucht 3. Das morgen und ja, das Preisgeld, da können wir natürlich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Beide schwedische Teams. Damit auf den Plätzen 3 und 4 mit 2.000 und 1.500 US-Dollar. Und morgen geht es um 7.500 für den ersten, 4.000 US-Dollar für den zweiten. Damit sagen wir für heute tschüss, danke Trubley. Und bitte, euch bitte. Natürlich ebenfalls einen schönen Abend, schlaf gut. Und morgen um 15 Uhr sehen wir uns in alter Frische. Und wer immer noch nicht genug hat von CS und Streams schauen, der kann natürlich gerne nochmal einschalten auf 99 Damage bei Slivo, der macht nämlich seinen 24-Stunden-Marathon bis morgen Mittag um 13 Uhr. Also schlaf gut, gute Nacht, wir sehen uns morgen oder viel Spaß beim Stream von Slivo. Игры. Разбираешься в киберспорте? Следи за трансляциями, делай виртуальные ставки и выигрывай настоящие деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет.